Hallo. Ja, hallo Leute. Ich weiß jetzt nicht, warum hier gerade eine Kilobit-Anzeige ist, wenn ich eine Aufnahme mache. Und herzlich willkommen zu Game of Thrones, das Spiel, einem kleinen Angespielt meinerseits. Und ich sage mal klein, warum auch immer. Nicht das Telltale-Spiel. Ich habe das irgendwann mal gespielt vor Jahren, das hat aber auf meinem Laptop nicht funktioniert. Und jetzt wollte ich mich dem mal ein bisschen widmen, denn spielerisch soll es zwar nicht so der Knaller sein, aber zumindest storytechnisch ganz interessant. Und ja, werden wir doch einfach mal kurz gucken. Auflösung ist okay. Höher geht's auch nicht. Nee, Vollbild muss jetzt nicht. Achso, war ich ja gerade. Sound. Ich glaube, doch ein klein bisschen sollte ich vielleicht runtergehen. Lautstärke der Musik definitiv sogar noch ein Stück mehr, aber der Sprecher kann ruhig bleiben. Sprachausgabe. Okay, es gibt eine deutsche Sprachausgabe. Ich bin gewillt, die zu nehmen, einfach weil ich mal gucken will, ob ich am Ende alle Sprecher erkenne. Gut, dann wähle ich jetzt nach 1,5 Minuten immerhin schon neues Spiel. Ah, ihr wollt ein neues Spiel starten. Ja, will ich. Der Eis war irgendwie 3 Minuten lang. Ja, Ritter. Wir sind Ritter. Nicht Rittersporn, sondern richtiger Ritter. Und jetzt Stutz ab. Wenn man Spiel und Thron spielt, gewinnt man oder man stirbt. Das Jahr 298. Westeros. Reich der 7 Königslande. Die Welt hat sich gewandelt. Das Feuer der Königslinie der Targaryen ist nach Jahrhunderten der Herrschaft über die 7 Königslande erloschen. Robert Baratheons Rebellion hat die meisten großen Häuser unter einem Banner vereint und damit den Fall der Targaryen herbeigeführt. Daher bestieg er vor 15 Jahren den Eisernen Thron und wurde Lord der 7 Königslande. Weit entfernt von den Machtspielen und politischen Intrigen, weit im Norden, wo der Winter niemals zu enden scheint, teilt eine Grenze den Kontinent in zwei, die Mauer. Die Nachtwache hütet sie seit Tausenden von Jahren und schützt das Reich um jeden Preis vor Angriffen der Wildlinge und anderen Bedrohungen jenseits der Mauer. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Die Kälte bitter und der Tod süß für jene, die fallen. Es gibt Zeiten, in denen selbst der tapferste Krieger aufgibt und versucht, der weißen Hölle zu entkommen. Ich habe gerade nicht auf den Namen geguckt, weil sagen, das ist der Sprecher von Varys, aber er ist so viel, unglaublich viel schlechter eingespielt als im Original, dass es schwer war, ihn wirklich rauszuhören. Also es müsste er tatsächlich, müsste er ein deutscher Originalsprecher sein. Immerhin. Ich muss gerade an St. Freud denken, das sah irgendwie ganz ähnlich aus, optisch vom Stil her. Nee, also das so natürlich ein bisschen hochwertiger klingt fies, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also diese ganze Stimmung, die rüberkommt, auch mit diesem verwaschenen Rand und so weiter. Ich wusste, dass er dich schickt, Maus. Verdammter Mormont, du musstest es sein, nicht wahr? Es ist vorbei, alter Bruder. Du weißt, dass die schwarze Festung auf dich wartet. Tot oder lebendig. Warum lässt du mich nicht entkommen, der alten Zeiten willen? Wir sind doch Brüder. Du hast uns mit deiner Flucht verraten, mein Freund. Es ist meine Pflicht, dich zurückzubringen. Du weißt, es gibt nur einen Weg, die Nachtwache zu verlassen.
Tut mir leid, Moss, aber du lässt mir keine Wahl. Oh, verdammt! Wow, das ist der hässlichste Hund der Welt. 15 Jahre, 15 Jahre sind vergangen, seit ihr eure Familie und euer Land verlassen habt, um die eisigen Lande der Mauer zu durchwandern. Das alleinige Bollwerk gegen die aus dem Norden aufziehende Dunkelheit. Ihr habt das Verbrechen begangen in einer Welt, die aufgeteilt ist in jene, die befehlen und jene, die gehorchen, rechtens zu handeln. Dafür wurdet ihr vor die gleiche Wahl gestellt wie alle Kriminellen und Verräter im Reich. Tod oder das Leben im Exil der Nachtwache. Aber wäre der Tod nicht eine viel angenehmere Wahl gewesen, als ein Leben voller Entbehrung und Gewalt? Alle haben diesen trostlosen, im ewigen Winter verlorenen Ort vergessen. Die Mauer entzieht jenen, die sie patrouillieren, langsam jeden Funken Leben und stiehlt ihren Seelen den letzten Rest Wärme. An diesem düsteren Tag, nachdem ihr einen Deserteur aufgespürt habt, kehrt ihr an den Ort zurück, den ihr euer Zuhause nennt, das Hauptquartier der Nachtwache, die Schwarze Festung. Ich muss sagen, die Sprecher machen keinen schlechten Job, grundlegend, aber die Einspielqualität, also die rein akustische Qualität ist, kann an meinen Kopfhörern liegen. Ich weiß nicht, wie es denn für euch ist, aber ich finde, die ist der letzte Rotz. Ja, Morse Westford. Ihr spielt Morse, einen Grenzer der Nachtwache, der militärischen Einheit, die enorme Mauer beschützen und instandhalten soll, die das Reich der Sieben Königslande vor der Wildnis im Norden trennt. Ihr werdet von eurer bewegten Vergangenheit gequält. Ihr seid ein Veteran und ein Held der Rebellion Robert Baratheons, durch die alte Ordnung auf den Kopf gestellt wurde. Damals hintergingt ihr jedoch euren Herrn und musstet infolgedessen eure Familie und eure Heimat zurücklassen, um an der Mauer zu dienen. Weit weg von den wärmenden Liebe eurer Frau und eurer Tochter. Lehnsritter, freier Ritter, Magnar. Das ist ja dann schon sehr barbarisch. Das ist mit Schild. Aufwärts ganz Beteiligung, Beherrschung, Kampfrausch. Ist natürlich ganz, ganz cool, so ein Berserker, aber ich werde dann doch eher in die Verteidigung gehen. Oh, wir können ja auch noch Sachen verteidigen, das ist ja schön. Wenn wir schon verteidigen, natürlich Ausdauer hoch. Ich bin auch nicht gerne dumm. Können wir auch irgendwo runtergehen? Ja, weil ich finde, das passt nicht, wenn so ein... Also der scheint ja schon in seinem Leben ein, zwei Sachen falsch gemacht zu haben. Hat er vielleicht auch nicht so viel Glück. Ja, das sollte passen. Verspotten. Oder betäuben. Nicht über betäuben. Stelle oder... Wir haben alle nur eine Variante. Ja, Leute inspirieren in der Nähe, finde ich eigentlich ganz cool. Schwerter kriegen wir sowieso schon. Ah, okay, dadurch wahrscheinlich. Schwere Rüstung. Gehen wir mal direkt auf 25. Klingenwaffen auf 15. Die anderen sind mir da eigentlich egal. Ja, komm. Wenn schon, denn schon gleich richtig. Ah, genau, das war dieses System. Ich erinnere mich. Man kann quasi in Pen and Paper Renners Vor- und Nachteile. Heilkunde. Begabt. Eure Veranlagung erlaubt euch beim Erlernen von Fertigkeiten schnell Fortschritte zu machen. Bessert ihr eure Fähigkeit, Schläge abzuwehren.
Mutos geborene Anführer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, für Tollpatsch. Ja, das finde ich ganz passend so. Parieren. Ja, finde ich gut. Und dann brauche ich hier aber auch noch eine. Paranoid. Ja. Das passt. Die schwarze Festung. Es hat sich seit unserem ersten Tag nichts geändert. 15 Jahre. Erinnerst du dich, Mons? Wir waren damals so stark. Weißt du, ich habe wirklich mal an die Mission der Nachtwache geglaubt. Du hast dich verändert. Ich hätte nie gedacht, dass du uns verraten würdest. Tja, du hast dir schon immer die falschen Freunde ausgesucht. Warum warst du hier, hast du schon die Schädel von drei Brüdern eingeschlagen. Ich war nicht der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere. So bin ich. Ich denke nicht über die Folgen nach, wenn ich austeile. Schaut mal, Jungs. Mors hat endlich diesen Wurm Gorol zurückgebracht. Einige haben gegen dich gewettet, aber ich wusste, du schaffst es. Muss eine ganz schöne Jagd gewesen sein. Gorold weiß, wie man seine Spuren verwischt und wie man ein Schwert benutzt. Ich kenne dich seit 15 Jahren, aber ich hatte einen kleinen Funken Hoffnung, dir und deinem Köter zu entkommen. Aber lieber so, als von einem kleinen Scheißer wie dem hier gefasst zu werden. Halte deine Zunge im Zaum! Das ist nicht, was deine Mutter letzte Nacht gesagt hat. Ich werde dir Respekt beibringen! Genug! Fass ihn nicht an! Mit einer Klinge in seiner Hand hättest du nicht die geringste Chance gegen ihn. Sag mir, wo ist Mormont? Der Lord Kommandant steht auf dem Platz mit den neuen Rekruten. Sie haben gerade ihren Eid abgelegt. Ah, also sind sie jetzt eingeschworene Brüder der Nachtwache. Narren. Jetzt kannst du gleich ein Exempel statuieren. Nicht wahr, Mons? So, gefühlt jeder dritte Nebencharakter in Fable hat die Stimme von dem Typen, der gerade angekommen ist. Mors, du hast diesen Verräter zurückgebracht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe getan, was ich tun musste, Lord Kommandant. Deine Bescheidenheit ehrt dich. Rekruten, hört mir zu. Mors hier ist unser bester Fährtenleser. Da ihr nun eingeschworene Brüder der Nachtwache seid, wird er euch zu Grenzern machen. Er ist gerade von einer sehr heiklen Mission zurückgekehrt. Er hat Gorold aufgespürt, der den Weg eines Feiglings genommen hat und desertiert ist. Im Namen der Nachtwache danken wir dir, Mors. Ich weiß, wie schwer es für dich gewesen sein muss, Jagd auf einen Freund zu machen. Gerade wenn ein Freund und ein Teil seiner Mannschaft ihn verrät. Das muss man selbst erlebt haben. Sag mir, Mors, sehe ich da etwa eine Träne? Natürlich nicht. Der Schlechter bleibt sich immer treu. Moment, ich sehe hier nur vier. Was ist mit dem fünften Jungen passiert? Habt ihr noch einen verloren? Er hat recht. Was ist geschehen? Jemand hat ihn letzte Nacht angegriffen. Meister Aemon kümmert sich im Moment um ihn. Einer unserer Brüder hat seinen Eid auf schäbigste Weise gebrochen. Der Verräter hat den armen Jungen dann zusammengeschlagen und ihn im Schnee mehr tot als lebendig zurückgelassen. Verdammt! Ich schwöre, ich werde dem Schwein bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Leider wissen wir nicht, ob der Junge seinen Angreifer wiedererkennen wird oder ob er überhaupt überlebt.
Zu schade. Der Bengel war gewiss ein hübscher Junge. Zart wie eine Jungfrau. Schade, dass er mir nie über den Weg gelaufen ist. Du wirst deinem Ruf gerecht, Gerold, nicht wahr? Du kennst mich. Ich versuche immer für einen Lacher gut zu sein. Schweig, Verräter! Jedes Mal, wenn ich über einen Deserteur urteile, befällt mich ein bitteres Gefühl des Scheiterns. Als Lordkommandant der Nachtwache ist es meine Pflicht, aus euch wahre Brüder zu machen. Heute Morgen wart ihr noch Fremde. Aber jetzt habt ihr alle geschworen, den Eid zu ehren. Einige kommen zu uns als Ritter, die ihre Pflicht erfüllen. Andere als Verbrecher, gezwungen sich zwischen dem Galgen und der Mauer zu entscheiden. Sobald ihr das Schwarz anlegt, ist eure Vergangenheit Geschichte. Ihr müsst euch von alten Treueschwüren lossagen, eure Familie und Freunde vergessen. Es gibt sie nicht mehr. Keine Frau, keine Kinder, kein Land. Alles, was zählt, ist die Verteidigung der Mauer und des Reiches. Wir sind euer einziges Zuhause. Wir sind eure Pflicht. Wir sind eure neue Familie. Die einzige, die jetzt zählt. Vor mehr als 8000 Jahren, während der langen Nacht, war die Menschheit beinahe verloren. Unsere Vorfahren erbauten dann die Mauer, die ihr hinter uns seht. Dieses massive Bollwerk aus Eis ist 700 Fuß hoch und teilt den Kontinent in zwei Hälften. Es schützt das Reich der sieben Königslande vor den Gefahren jenseits der Mauer. Die Mauer zu verteidigen ist unser Zweck, unsere Pflicht. Die Nachtwache erfüllt diese Aufgabe zuverlässig seit Jahrhunderten. Generation auf Generation. Wildlinge, Kälte, Wind und Ehrlosigkeit. Dies sind eure Feinde, selbst mitten im Sommer, so wie jetzt. Wir haben alle unseren Eid vor den Göttern geleistet, welche Götter dies auch sein mögen. Falls ihr Verrat an euren Brüdern übt, falls ihr diesen heiligen Eid brecht, in allen sieben Königslanden von Westeros würde euch nur eine Strafe erwarten. Der Tod. Seht euch das genau an, ihr jungen Welpen. Vergesst das nie. Gorold, mein Freund, bereite dich auf deine letzte Reise vor. Das ist alles, was ich erwarte. Gorold war für beinahe 15 Jahre ein Bruder der Nachtwache. Aber das hat keine Bedeutung. Er wird wegen Desertierens hingerichtet. Über unsere Aufgabe hinaus existieren wir nicht. Deine letzten Worte, Deserteur? Nach all den Jahren hier habe ich vergessen, was Wärme ist. Die Kälte hat mir die Erinnerung daran geraubt. Lacht ruhig beim Anblick eines elenden Deserteurs. Aber eines Tages werdet ihr vielleicht das Gleiche tun. Ihr werdet es nicht länger ertragen und alles tun, um wieder zu leben. Wenigstens habe ich es versucht. Los, Mors, und mach es richtig. Lebe wohl, alter Bruder. Lebe wohl, mein Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ihr werdet im Schatten der Mauer leben und sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Willkommen bei der Nachtwache. Mors, nimm Ronet, Poddy, Keltiger und Patrick und stell eine Patrouille zusammen. Sorge dafür, dass sie ein bisschen weniger nach Sommer riechen, bevor der Winter kommt. In Ordnung, hört zu. Da ich euch beibringen muss, an der Mauer zu überleben, möchte ich sehen, was ihr mit einer Klinge in der Hand könnt. Versammeln auf dem Exerzierplatz. Okay. Ich hätte es bevorzugt, dir eine Atempause zu gönnen, Mors.
Ach, das ist aber nett von dir. Henkers Axt. Ja, das ist ja auch schön. Wäre für eine der anderen Klassen wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Boah, die Kameraperspektive ist ja die Hölle. Wow. Boah. Unglaublich. Ich muss ja sagen, ich finde die Charaktermodelle gar nicht so hässlich. Ja? Die Charaktermodelle sind völlig okay. Aber die Animationen sind totaler Witz. So, ich nehme mal kurz einen Schluck. Das ist irgendwie so... Naja. Es ist ganz komisch, den Charakter so links zu haben. Oh, das ist anscheinend der Pauseknopf für den Kampf. Die Leertaste wohlgemerkt. Ich habe gehofft, man könnte springen. Auch wenn es komisch wäre. Du warst doch so aufgeregt wie eine Jungfrau, deinem Helden bei der Enthauptung des armen Gorold zuzusehen, nicht wahr? Hüte deine Zunge, Bauer. Abschaum von niederer Geburt wie du ergeht es häufig ähnlich. Hört ihn euch nur an. Hat noch immer die Milchzähne, aber will brüllen wie ein Löwe. Wer weiß, du kleiner Scheißer. Vielleicht bin ich es sogar gewesen, der dich in den Bauch deiner Mutter gedrückt hat. Noch ein Wort und es geht für dich zurück auf den Misthaufen, auf dem du geboren wurdest. Ja, eigentlich gegen alle. Hört auf damit. Ritter oder Dieb, ihr seid nun alle Brüder und gleich vor den Göttern. Ihr werdet nur kämpfen, wenn ich den Befehl dazu erteile. Verzeiht mir. Mein Eid sollte stärker als meine Herkunft sein. In der Tat, Kleiner. Hier bist du offiziell der Bruder von Schweinen und Vergewaltiger. Da ich euch ausbilden muss, werde ich euch zeigen, weshalb ihr zusammenhalten müsst. Greift mich an. Einer nach dem anderen. Okay. Gut. Einen Gegner angreifen. Also, dass die Rekruten jetzt nicht das allergrößte Problem sein werden. Und Betäubungsschlag oder Verteidigung? Und da habe ich ihm ein Schild direkt ins Gesicht gedrückt. Greift mein Hund mit an? Finde ich eigentlich ganz nett. Aber die Übersicht im Kampf zu behalten, wird nicht allzu leicht. Sehe ich jetzt schon kommen. Das sind 7 und 9 auf dem Ziffernblock, um durch Ziele durchzuschalten. Was? Ich glaube, man sollte dieses Spiel mit Controller spielen. Und... Denn das stelle ich mir ziemlich ätzend vor, denn immer von der Maus auf den Ziffernblock zu wechseln. Ich meine, jetzt kann ich nicht ausprobieren, ob es mit den anderen Tasten auch geht, aber es klingt einfach nicht, als wäre das eine logische Steuerung in so einem Fall. Hört auf! Moss, wir müssen uns unterhalten. Ich kehre gerade von der Krankenstube mit sehr traurigen Nachrichten zurück. Meister Aemon konnte nichts mehr für den Jungen tun. Er ist seinen Verletzungen erlegen.
Sie waren einfach zu schwer. Ich werde das Schwein dafür zahlen lassen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Bevor der Junge starb, hatte er noch genug Kraft, uns den Namen seines Peinigers zu nennen. Es ist einer von uns, Kregan. Kregan? Zuerst desertiert Gorold und nun bricht einer unserer besten Veteranen seinen Eid? Du weißt, was ich von dir erwarte, Mors. Kregan führt die westliche Patrouille an. Sie haben die Schwarze Festung heute Morgen verlassen. Ich werde sofort aufbrechen. Soll ich die neuen Brüder mitnehmen, um Kregan aufzuspüren? Sie riechen vielleicht noch nach Sommer, aber sie müssen lernen, wie die Mauer patrouilliert wird. Du musst allerdings ohne Patrick aufbrechen. Die Baumeister brauchen ihn. In Ordnung, Sior. Kregan. Er ist gewiss ein kräftiger Kerl. Ich weiß, dass er beinahe ein so guter Kämpfer ist wie du. Setze deine neuen Brüder keinen allzu großen Gefahren aus. Wir haben zu wenig Männer, um sie zu verschwenden. Wenn du dich beeilst, solltest du ihn in den Ruinen der Festung von Eismark einholen können. Verstanden. Eine letzte Sache. Ein Rabe hat Neuigkeiten gebracht, die dich betreffen. Ein Ritter im Dienste der Hand des Königs ist zur Schwarzen Festung unterwegs. Er kommt, um mit dir zu sprechen. Die Hand des Königs? Ich frage mich, was er von mir will. Eigentlich hatte ich gehofft, dass du mir etwas darüber sagen könntest. Mein Leben gehört der Nachtwache, Jira. Ich habe das Spiel um Throne schon lange hinter mir gelassen. So sei es. Mögen die alten Götter mit dir sein. Hört her, ihr Krähen. Wir treffen uns am Westtor und brechen innerhalb einer Stunde auf. Okay. Benjen Starkwort erwähnt. Haha. Ein Charakter, den, glaube ich, kaum ein Game of Thrones Fan wirklich kennt, da er exakt eine Folge lang auftaucht. Und in der Serie seine spätere Rolle auch noch einfach komplett gestrichen wurde. Ich finde es übrigens mal wieder toll, dass man theoretisch gesehen so einen Veteranenstatus vom erklärten Sinne her hat und Level 1 ist und kaum Fähigkeiten hat und naja, allgemein nicht so der Überflieger zu sein scheint. Das finde ich immer ein bisschen doof. Schmuck. Oh, wir haben Schmuck. Eine Mors Westfords Halskette. Halskette. Siehe Bild, ist ein Ring. Kann man sowas nicht besser machen? Questgegenstände habe ich keine, okay. Hier sind irgendwelche Türen, da ist einer unserer Brüder. Versammlungshalle. Nee, klingt gerade nicht so interessant. Geht es dir gut? Du kannst Gorolds Tod wohl nicht wegstecken, was? Bei den Sieben. Ich werde es überstehen. Ich bin so etwas einfach noch nicht gewohnt. Ich bitte um Verzeihung, Sir Mors. Ich würde euch gerne einige Fragen stellen, falls ihr Zeit habt. Frag nur. Hier auf der Schwarzen Festung erzählen die Brüder viele Geschichten über euch. Sie sprechen von legendären Schlachten, die ihr geschlagen habt, bevor ihr der Nachtwache beigetreten seid. Und wie ihr euch den Namen der Schlechter verdient habt, als ihr diesen Kreaturen von jenseits der Mauer gegenüberstandet. Du meinst die Wildlinge? Was denkst du, weißt du über sie, Bursche? Ich habe gehört, sie seien blutdurstige Barbaren, die weißen Wanderer anbeten und ihre Frauen mit den anderen vermählen. Es gelingt ihnen wohl manchmal, über die Mauer zu klettern, um unsere Frauen zu rauben und unser Land zu zerstören. Sie lechzen nach unserem Blut. Okay. Immer die gleichen alten Geschichten. Die weißen Wanderer, die anderen. Die Legenden der Wildlinge über die anderen sind noch schlimmer als die unseren. Sie beten sie nicht an. Sie fürchten sie. Sie fürchten sie viel mehr, als wir das tun, weil sie nicht die Mauer haben. Sollte der weiße Tod kommen, haben sie nichts, das sie beschützt. Aber die Menschen lieben die Angst vor Mythen. Wir warten seit 8000 Jahren
Und doch hat niemand bisher je die anderen oder die weißen Wanderer gesehen. Die Wildlinge sind das Problem. Allerdings sind sie gewöhnliche Menschen wie alle anderen auch. Genau deshalb sind sie eine solche Bedrohung. Sie greifen an, wenn sie hungrig sind oder dicke Eier haben. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen hungrigen Mann. Am Verhungern und bereit, alles zu tun, um zu überleben. Ich habe das schon durchgemacht. Deshalb bin ich hier. Genug geredet. Hör zu. Kregan ist bei seinen Männern beliebt. Er ist ein guter Anführer. Es wird ihnen nicht gefallen, dass wir hinter ihm her sind. Seid auf alles gefasst. Sollte es Schwierigkeiten geben, bleibt zusammen. Habt ein Auge auf den Bruder, der an eurer Seite kämpft. Dann wird schon alles gut gehen. Bei den Sieben. Ich hoffe, es kommt nicht dazu, dass wir gegen unsere eigenen Brüder kämpfen müssen. Was? Bist du etwa nicht aus einer Kriegerfamilie, Pat? Für mich fühlt sich das wie zu Hause an. Ach komm, ich bin mal der weise, alte, kriegsgrämige Mann. Kregan hätte für die Vergewaltigung nur einen kurzen Aufenthalt im Gefängnis und die Peitsche bekommen. Da der Junge nun aber tot ist. Sobald ich ihm gesagt habe, was ihm vorgeworfen wird, wird er wissen, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Man kann niemals vorhersehen, wie jemand reagiert, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Der Verbrecher wird so verzweifelt sein, wie ein in die Enge getriebenes Tier. Denk daran, Keltiger, dass der Verbrecher es leicht mit 10 deiner Sorte aufnehmen kann. Wir machen Jagd auf ihn, weil er seinen Eid gebrochen hat und er wird dafür gerichtet werden. Aber vergiss niemals, dass er der Nachtwache für beinahe 20 Jahre gedient hat. Ich werde ihn nicht unterschätzen, Sir Mors. Nun gut, macht euch bereit. Sir Mors wird uns mit sich nehmen. Du wirst viele weitere Gelegenheiten haben, Hinrichtungen zu sehen. Glaub mir. Das ist ja ein positiver Typ. Okay, ich werde einfach die Mission machen und das Anjo-Spiel dann an der Stelle beenden. Ja, ich wähle die Eismark. Also kann ich noch nicht, weil Tutorial nach rechts noch offen ist. Achso, da. Wo ist die kleine Festung aus jetzt? Sorry. Nicht den großen, riesigen Schriftzug, nicht die Schriftrolle, die Quest dann zeigt, nein, die kleine Burg, die da drüber ist. Mehr Ruinen. Ist entlang der Mauer nichts unversehrt geblieben? Mir ist so kalt. Es ist sogar noch schlimmer. Ich könnte Waffen wechseln. Als ich mir vorgestellt habe, ich kann meine... Ist das... Soll das ein Wildling dann sein? Gut, dass es kein Friendly Fire gibt, sozusagen. Ein Wildling. Das ist kein okay. Gutes Zeichen. Sie oh. Sind niemals allein unterwegs. Ein Wildlingsschwert. Ist es denn besser als unseres? 16... 19,1. Scharf, scharf. Ja, ist es. Altes abgenutzt. Okay. Wenn es schon altes abgenutztes Schwert heißt und wir nicht in Secret 1 sind. So nah bei der schwarzen Festung gesehen. Und Kriegans Patrouille sollte bereits hier sein. Wir müssen mehr in Erfahrung bringen. Aber wir sind nur zu viert. Könnten hier noch mehr von denen sein? Natürlich können da noch mehr sein. Tapfere eingeschworene Brüder der Nachtwache. Du wolltest doch etwas Aufregendes erleben, oder? Hier hast du es. Also hör auf zu heulen. Das ist Wahnsinn, Sir Mord. Redet mir doch nicht so viel rein. Da weiß ja den Kampf gleich zu schätzen, weil ihr da einfach die Fresse haltet. Komm, betäub ihn. Dann, ja, das passt. Das sieht irgendwie aus wie eine Machete. Oh, hallo, wo kommst du denn her? Hab ich ja gar nicht gesehen. Also, ich hab den wirklich nicht gesehen. hinterlässt nichts.
kann man ja gar nicht looten. Was soll denn das? Oh, alles an dem Spiel vermittelt, dass es ein Action-Kampfsystem hat. Kriegern, was ist hier geschehen? Der Schlechte? Hier, du bist zu spät. Es sind überall Wildlinge. Ich habe einige getötet. Aber es waren zu viele. Mors, ich sage dir, das sind Bestien. Ich habe getan, was ich konnte, um meine Kameraden zu retten, indem ich einige der Bastarde zu mir gelockt habe. Wo sind deine Männer hin? Ich habe sie losgeschickt, damit sie versuchen, die Brücke zu überqueren. Verschwinde von hier, wenn du am Leben bleiben willst. Geh, Mors, geh. Ja. Es hat ihn sein Leben gekostet. Weniger hätte ich von diesem alten Bastard auch nicht erwartet. Wenn eure Zeit gekommen ist, macht es wie er und nehmt so viele mit euch, wie ihr könnt. Wir werden versuchen, uns daran zu erinnern, Sir. Wir müssen weg, Sir Mors. Wir haben keine Chance. Denk daran, was mit Dorold geschehen ist, Poddy. Wenn ich sterben muss, werde ich zumindest meinen Dolch in das Auge meines Mörders stoßen. Ich hoffe, dass es so sein wird, Ronett. Kriegan hat die Schlüssel zur Festung bei sich getragen. Bestimmt hat er sie noch. Durchsuchen wir den alten Herrn doch mal. Schlüssel der Festung von Eismark, Habseligkeit eines Grenzers und eine Fiole. Könnt ihr einen Trank hin mit verschiedenen Substanzen füllen lassen. Ah, okay. Das ist also wirklich nur das Fläschchen. Und ich habe ja schon wieder ein neues Schwert gefunden, das sogar noch besser ist. Als das, was wir vor ein paar Minuten gefunden haben. Anscheinend war da nichts. Boah, was ist denn mit meinem Hals gerade los? Lecker gebratener Grenzer, würde ich jetzt mal vermuten. Wechsel von Charakteren. Wieso sollte ich das wollen? Ja. Schnapp ihn dir und dann... Bogenschütze ist erledigt, das ist schon mal nicht verkehrt. Okay, die zwei hatten wirklich gar nichts drauf, so schnell wie die am Boden lagen. Oh! Oh, hat der gerade einfach alle niedergeknüppelt? Okay, die haben auch nur quasi ein Drittel der Lebensenergie, die wir gerade hatten. Ach, okay, das ist quasi eine Pause machen. Und der hat dann schon wieder ein bisschen mehr. Ah, so funktioniert das, alles klar. Ich schätze mal, dass die Rüstung hier zerstört werden kann. Ein Knüppel. Ich bleibe aber lieber bei Schwertern. Holzspeer. Lederrüstung. Eine Axt. Kann ich die anderen ausrüsten? Ah, Terence kann ich ausrüsten. Oder nicht. Anscheinend nicht. Ich kann nur mit ihm spielen, aber ich kann ihm keine Ausrüstung geben, was irgendwie kacke ist. Hinein mit uns in die gute Stube. Oder an die Tür.
wo wir schon wieder auf Leute treffen. Oh! Wanted ist tot. Ich glaube, das wird mit dem durch nichts mehr. So, jetzt, wo der erledigt ist, erholen wir uns mal kurz. Und man kann das ja alles spammen, unglaublich. Ja, es ist spammen wahrscheinlich nicht, wenn ich mir mal angucke, wie viel es kostet, beides hintereinander zu machen. Aber Hundi und der Wurm sorgen schon dafür, dass das ganz ordentlich läuft. Achtung, der da bewegt sich noch. Der Bastard hat Ronald erwischt. Ich werde ihn fertig machen. Er wird uns sagen, was wir wissen möchten, bevor er stirbt. Spare dir deine Wut für den nächsten Wildling auf, den wir sehen. Es wird sicherlich mehr geben. Du bist so gefährlich wie und je schlechter. Wenigstens habe ich einen deiner Jungs unter die Erde gebracht. Hunde wie ihr sind immer im Rudel unterwegs. Euer Anführer muss in der Nähe sein. Wo ist er? Wo ist Gorn? Du kannst mich mal, Krähe. Liegt er auf seiner eigenen Leiche oder ist das die andere Leiche? Du weißt, ich bekomme von meinen Gefangenen immer, was ich will. Du wirst nur mehr leiden. Gib auf. Ich scheiß auf dich, alter Mann. Sohn einer Hure. Genug. Ich werde dir sagen, was du wissen willst. In Ordnung. Was habt ihr so nah bei der Schwarzen Festung getan? Es waren nur wir beide und unsere Männer. Wir sind nur über die Mauer geklettert. Du Lügner. Ihr hättet es niemals geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Gorn ist schon lange weg. Ich schwöre es. Genug. Ich wusste, dass du nicht das Zeug dazu hast. Dein Mitleid ist eine Schande. Ich werde gerecht werden. Die Halbhand wird nicht rechtzeitig hier sein, um dich zu retten. Meine Brüder werden dich finden. Schlechter. Gorn wird dir die Haut abziehen. Sobald wir eure Mauer aufgebrochen haben, wird er dir dein Herz aus der Brust reißen und es verschlingen. Wie versprochen. Also ist er wirklich hier. Mit dem Rest deines Stammes. Vielen Dank. Mögen die weißen Wanderer dich holen. Sollen die Dämonen der sieben Höllen ihm das geben, was er verdient? Spar dir deine Wut für die Lebenden. Wir haben noch viele mehr zu töten. Wie lauten eure Befehle, Bruder? Da ist eine ganze Horde Wildlinge, nicht weit von hier entfernt. Und sie wissen, dass wir sie gesehen haben. Er hat die Halbhand erwähnt. Corin Halbhand ist unerbittlich. Falls er diese Wildlinge verfolgt, wird er sie erwischen. So wie ich Gorn kenne, beobachtet er die Gegend und bereitet einen Hinterhalt vor, um die Brüder des Schattenturms aufzuhalten. Wir werden nach unten gehen und sie davon abhalten, den Durchgang wieder zu öffnen. Sie werden hier festsitzen und unsere Brüder können ihnen den Rest geben. Perfekt. Diese Barbaren werden in der Falle sitzen. Und wir mit ihnen! Das ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Gorn ist einer der gefährlichsten Anführer von jenseits der Mauer. Wir müssen es versuchen. Und es gibt viele Brüder zu rächen. Ich habe wenig Hoffnung. Aber vielleicht können wir zumindest ihre Leichen bergen. Was ist ein Leid? Oh, echt? Das wusste ich nicht mehr. Dass wir in den Hund können. Noch mehr Äxte. Ein Helm. Ich hätte die Nachricht vielleicht auch komplett lesen sollen.
Absicht des Kanzlerschlüssel zur Festung. Zurück zum Spiel. Archiv. Charaktere, Häuser, Mythen, Menschen, Orte. Tutorial. Und wie funktioniert das? Wo sind denn die Charakterseite aus? Okay. Ah, okay. Jetzt könnten wir also darin Punkte stecken. Und zwar nur darin. Und der kann das Bein zu beißen. Oder er hält mehr aus. Gegner langsamer machen, finde ich super. Wir stehen auch kurz vor dem Level up, aber ich würde sagen, ich beende das hier an der Stelle. Oh, vielleicht können wir noch eine brennende Leiche plündern, wie es aussieht. Und ja, soll es gewesen sein an der Stelle. Ich weiß, dass man in dem Spiel noch andere Charaktere spielen kann. Also quasi wie auch in der Serie, dass man verschiedene Handlungsorte kennenlernt und so weiter. Es soll nett geschrieben sein, habe ich vor kurzem mal in einer kleinen Kritik von Auf ein Bier gehört. Ein Podcast, den ich an der Stelle einfach mal empfehle. Auch wenn das wahrscheinlich am Ende niemanden dazu bringen wird, den sich anzuhören. Wie immer, wenn ich was empfehle. Aber dem sei es auch so Scheißsatz. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Abend, Tag, Woche, was auch immer. Gehabt euch wohl, euer Semni.